Hey, Schusch, Leute, und willkommen zu einem Video, wo... ich rede immer noch aus Enttäuschung. Ich bin immer noch mega frustriert wegen dem Ganzen. Wer den Titel gelesen hat, weiß, worum es geht. Es geht um Square Enix letzten Shitstain, leider. Left Alive. Und ich hab mehrfach gesagt schon vorher, ich freue mich drauf. Ich freue mich auf dieses Spiel. Ich bin da richtig hyped drauf. So wie es angeworben wurde, ich bin so fucking hyped drauf und bin gestern an Release-Tag, ne? Also ich weiß nicht, weil ich das Video hochlade, ihr kennt mich, ich bin, was das angeht, nicht so gut. Geh ich los, kaufe es mir, hab so ein richtig cooles Steelbook, das habt ihr dann auch auf Twitter sehen können, auf unserem Discord-Fanserver. Und es sieht einfach alles cool aus, so mega Mechs und hast du nicht gesehen, alles richtig cool. Und dann stream ich's. Und die Enttäuschung trifft mich wie ein fucking Truck. Es ist... Zu Anfang sagt man sich noch so, ja gut, vielleicht muss ich mich erstmal noch gewöhnen. Vielleicht brauche ich noch ein bisschen Eingewöhnungsphase in das Ganze. Das Spiel ist wirklich so... Oh nein. Oh no. Oh fuck. Okay, ich will euch jetzt hier nicht das Spiel grundlos sehen, mich reden. Deswegen habe ich hier eine... Ich habe keine Liste. Ich mache das aus dem Kopf raus, weil... Ne, brauchen wir nicht. I don't need this. Ihr kennt mich, ich bin nicht gut in Skript schreiben. Ich brauche dann nur 10-mal länger für etwas, was ich so machen könnte. Und am Ende genau dasselbe bei rumkommt. Zum einen, also wir gehen jetzt mal wirklich so eine gedankliche Liste ab. Das Spiel sieht grafisch nicht unbedingt schön aus. Wir reden 2019 PS4. Also, ne, man sollte schon so einen gewissen Grafikstandard haben. Aber wenn das Spiel dann aussieht wie irgendwas aus Mitte PS3-Ära... Dann tut es mir leid. Es gibt auf der PlayStation 3 tausende Spiele, die länger besser aussehen. Von den Details her, vom Shadering her, alles. Das Spiel sieht einfach nicht schön aus. Mal davon abgesehen, dass man später auch realisiert hat im Stream, dass gewisse Assets einfach blindlings kopiert wurden. Schlicht und ergreifend so Safehäuser, sag ich mal so, waren wirklich komplett gleich aufgebaut. Und waren ein paar andere Kisten drin hingestellt und das war's. Call it a day. Also, grafisch sieht das Spiel nicht schön aus. Die Cutscenes an sich gehen noch gerade so, aber in-game zerfällt das Spiel wie so eine verranzte Tomate. Es ist einfach... Das merkt man auch, wenn man stirbt und das Spiel reloadet, also quasi das Spiel geht in so einen kurzen Loading-Screen. Die Loading-Screens sind jetzt nicht mal das Problem in dem Ganzen. Wenn eine Mission... quasi startet, hat man ein bisschen längeren Loading-Screen, aber das geht eigentlich. Und dann für Reset geht es eigentlich von der Reload-Zeit her. Aber das Problem ist, sobald es neu geladen ist und du das startest, kannst du erstmal sehen, wie sich das Spiel vor deinen Augen wieder neu shadet und alles. Es sieht nicht schön aus. Und das Schlimmste ist, es klingt auch nicht schön. Also wir reden hier wirklich von einem futuristischen, Metal Gear-ähnlichen... Ne? Shooter. Das Problem ist, als was es auch beworben wurde. Aber dazu kommen wir später noch. Ich gehe jetzt erstmal nochmal kurz aufs Audio-Design ein, weil wir reden hier von einem Stealth-Game, wo in der Kriegszone spielt und meine Güte, es ist fucking scheiße Design vom Sound-Design her. Melee-Waffen sind überhaupt nicht befriedigend, wenn du damit jemand schlägst. Es ist irgendwie, als ob du mit Plastik auf Plastik schlägst. Und ich meine jetzt nicht so Hartplastik, ich rede so Leergutflasche gegen Leergutflasche. Sowas in der Art, ne? So klingt es in etwa und ist nicht wirklich schön. Dann, generell das Sounddesign, wir sind in einem fucking Kriegsgebiet, aber das Spiel ist zu 90% leise, außer wenn du entdeckt wirst, dann spielt so eine generic, du bist entdeckt worden Musik, also auch nicht wirklich super. Generell, Sounddesign lässt sehr viel zu wünschen über und... Oh Gott. Zum Gameplay muss ich jetzt kommen, weil das wird der größte Punkt. Aber, nee, warte. Was wir jetzt kurz noch abhaken können, Story und Charaktere sind fucking Trash. Also, dafür, dass das Spiel angeblich jede Entscheidung zählt, habe ich bislang von den Entscheidungen, die ich gemacht habe, nicht wirklich irgendwie gemerkt, dass es irgendwelche Einflüsse hat, was ich für eine Entscheidung getroffen habe, dass es eher scheißegal ist. Ich meine ja nur. Ist ja nur, ne? Man sagt Multiple Choice und so ein Scheiß. Ja, I don't need this. Also, das brauche ich jetzt da nicht unbedingt. Jetzt nur mal so gesagt. Denn die Charaktere, ich weiß auch nicht.
Es ist generell ein Fehler, finde ich persönlich, ein Spiel in drei Protagonisten aufzuteilen und nach jeder Mission zu wechseln. So kannst du einen Charakter nicht aufbauen. Du wirst quasi in... Ich habe jetzt zwei Charaktere davon kennengelernt gestern. Innerhalb von drei Missionen. Und beide waren so unglaublich langweilig und stupide geschrieben, dass es weh tut. Einfach so... Die haben null Charakter einfach. Null Inhalt. Also von Story weiß ich nicht, ob da irgendwann noch der große Brecher kommt, aber ich werde nicht mich hinsetzen und es ausprobieren. So viel kann ich auf jeden Fall sagen. Weil das ist nämlich das Gameplay und das Gameplay ist ja sowieso... Das Gameplay ist essential. Wenn das Gameplay scheiße ist, dann hast du verloren. Bei mir zumindest. Also... sorry. Tut mir leid. Das ist Frust, der raus musste. Auf jeden Fall, das... Ne, Gameplay. Oh. Es wird angeworben als ein Shooter-Mech-Stealth-Game. Aber in Wirklichkeit ist es nur ein runtergewässertes Stealth-Game. Also, wer sich das Ganze mal ein bisschen von den Trailern anguckt, denkt sich, oh cool, das ist doch Metal Gear so ähnlich. Nur, dass Metal Gear nicht versucht hat, dich mit Mechs zu ködern, die innerhalb von 4 Stunden Gameplay für 2 Minuten vorkommen. Beziehungsweise Feinde sind, die dich one-shotten können. Es ist so unglaublich frustrierend, dass das Spiel auf Steam auch angeworben wird von wegen entscheide deinen eigenen Spielstil, so wie bei DSX. DSX hat das damals gemacht, wo man sich entscheiden konnte, ob man mehr so frontal, also mehr Combat-orientiert an die ganze Sache rangeht oder mehr Stealth-orientiert. Ich natürlich bin dann immer derjenige, der sich sagt, so, oh ja, mehr Combat-orientiert, ist einfach mehr mein Stil. Für Stealth habe ich, da ist Holder. Hol ist ein absoluter Stealth-Suchti. Aber Left Alive ist ein pures Stealth-Spiel. Und wenn das Spiel es dir was anderes erklären will, dann lügt es dir ins Gesicht. Weil frontaler Combat ist Selbstmord. Sobald dich Gegner sehen, kannst du im Grunde damit rechnen, dass innerhalb von Sekunden Verstärkung an Punkt und Ort ist und dich niederschießen wird. Absolut niederschießen. Wenn drei Gegner vor dir stehen, du hast ein paar Sekunden, um in Deckung zu gehen. Du hast nicht mal ein paar Sekunden, um in Deckung zu gehen, bist tot. Und ich spiele hab auf normal gespielt, also den zweitleichtesten Schwierigkeitsgrad. Ich hätte mal aus Jux nochmal runtergehen sollen, mal gucken, ob da ein Unterschied ist. Ob ich dann Schaden nehme oder sowas. Aber im Grunde Stealth ist die einzige Option, was okay wäre, wenn Stealth vernünftig gemacht worden wäre. Ich hasse es zwar eigentlich, Vergleiche zu bringen, aber wenn wir es jetzt wirklich mit Metal Gear Solid vergleichen würden, und ich nehme jetzt einfach mal da das neueste Install mit Metal Gear Solid 5, es sah, ne, das Spiel ist, MGS 5 ist, was weiß ich, wie alt, an sich unfertig, danke dafür nochmal Konami, und es sieht trotzdem, es sieht besser aus, es klingt besser, und als Stealth-Spiel spielt es sich auch um so vieles besser. Weil du hast in Left Alive keine Option, wirklich Stealth-mäßig vorzugehen. Du hast keine Stealth-Kills, du musst nicht gucken, dass du irgendwie eine Leiche wegschaffst, du musst nicht irgendwie fliehen vor der, beziehungsweise du kannst vor den Leuten fliehen, aber eigentlich rennst du nur vor denen weg und dann denken sie so, ja, ist okay, und gehen wieder ihren normalen Patrouille nach. Die sind nicht auf einmal vorsichtig oder so, da wird nicht drauf geachtet. Stealth ist absolut sinnlos, du kriegst null Belohnung dafür. Ergo, du wirst ein... Die einzige Belohnung, die ich rausgekriegt habe, ist, wenn du einen richtigen Weg gehst, sag ich mal, wo du nicht von 10.000 Gegnern überrannt wirst oder wo du irgendwie mehrere Gegner auf einem Cluster findest, wo du mit einer Granate ausschalten kannst. Aber da hört es schon wieder auf. Und das Spiel sagt sich, oh, wir haben ein Crafting-System, also sind wir jetzt ein Survival-Stealth-Spiel. Spoiler, seid ihr nicht. Nicht nur weil ihr ein fucking Crafting-System habt, seid ihr instant ein Survival-Game. For fuck's sake, das Crafting-System ist so minimal, so stumpfsinnig und, ne? Du sammelst überall im Spiel, also in der Map, Ressourcen quasi. Und alles, was du dir machen kannst, sind quasi Granaten und Minen. Ein bisschen Heil-Items, wenn du Glück hast, aber du kannst ja keine Waffen craften, du kannst deine Waffen nicht upgraden, kannst ja keine Munition craften. Das Crafting-System müsste gar nicht da sein, es würde nicht auffallen, weil du dieselben Sachen auch in der World Map so finden kannst. Das Crafting-System ist einfach, das wurde draufgeslappt, sagt der Motto, ja, jetzt sind wir in Survival-Style, jetzt sind wir in Survival-Game, haha. Nur, dass ihr es überhaupt nicht seid.
Und mal davon abgesehen, das Spiel hat sehr wenig auch, was Waffen angeht bislang. Was ich gefunden habe und was mir bis heute nicht aus dem Kopf geht. Ich habe eine Armbrust gefunden und normalerweise dachte ich, oh cool, wo ist denn das jetzt als Waffe? Du rüstest die fucking Pfeile aus. Das ist eine fucking Alternativwaffe, keine Hauptwaffe. Und ich denke mir so, what? Das ist eine fucking Armbrust, das ist eine Waffe. Aber das sind wieder Nitpicks. Und da denke ich mir auch so, ja gut, aber das Ganze führt zu einem kompletten Spiel, wo mehr als nur enttäuscht. Wir haben jetzt, ich habe jetzt gestern 4 Stunden gespielt und laut Steam habe ich da jetzt schon mehr Zeit investiert als manch anderer. Also, manch anderer hat da nicht mal eine Stunde bis zu 40 Minuten investiert. Und von der Steam-Version fangen wir gar nicht an, weil laut den Reports soll die Steam-Version richtig unspielbar sein. Also richtig schlecht optimiert. Ich habe jetzt Glück, dass meine PS4 halt das Ganze mitmacht an sich, aber meine PS4 hat sich auch gedacht, so, ja Mensch, nimm das bitte raus aus mir, ich möchte damit nichts mehr zu tun haben. Es ist einfach schade, weil ich war mega hype auf dieses Spiel und ich finde es dann irgendwo absolut dreist, dass Square sich hinstellt und sagt, oh hier, guck mal, die Mech-Battles und guck mal, ihr könnt euch aussuchen, ob ihr richtig frontal fighten wollt oder nicht. Wenn die einzige Option Stealth ist, wo einfach mal runtergewässertes Stealth ist. Weil, ne, was hat dich bei, also jetzt um wieder den Vergleich zu ziehen, ich hasse es eigentlich, das zu tun, den Vergleich zu Metal Gear Solid 5. Da waren die Spaßaspekte, dass du eine Open World hattest oder selbst wenn du auf Mission gehst, du hattest immer so im Hintergrund dein Base-Crafting, dein Weapon-Crafting, hier Personalmanagement. Du hattest so Kleinigkeiten, wo das Ganze dann tatsächlich auch nochmal interessant gemacht haben. Du hattest dann die Möglichkeit, Leute zu erschießen, zu betäuben oder auszunocken, wenn du nah genug bist. In Left Alive hast du nichts davon. Du musst dir keine Sorgen machen, ob irgendwo noch eine Leiche rumliegt, die du da liegen gelassen hast, die du wegschaffen musst, damit nicht andere Leute alarmiert werden. Die Alarmstufe in dem Spiel in Left Alive ist sowieso total lächerlich. Leute sehen dich ein bisschen und auf einmal hast du die gesamte Stadt an der Backe. Also klar, funktioniert natürlich so, aber es ist ein bisschen Overkill. Schlicht und ergreifend dafür, dass du innerhalb von Sekunden sterben kannst und die Checkpoints in dem Spiel so abstrus schlecht gesetzt sind. Nennen wir es mal schlecht gesetzt, das ist noch lieb gesagt. Weil ich hatte einen Punkt, entweder du speicherst manuell an Speicherpunkten fest auf der Map oder das Spiel gibt dir Checkpoints, aber diese Checkpoints sind so fucked up gesetzt, das glaubt ihr gar nicht. Ich bin in ein Haus gekommen, nachdem ich mich länger umgeguckt habe, hab mit dem Typen gesprochen und dann wurde ich von Gegnern angegriffen. Das war irgendwie ein Scripted Protection Fight Scheiß. Bin dabei gestorben, spawn wieder direkt vor dem Typen. Ich denke mir, gut, okay, Gegner kommen, ich schaff das Ganze, geh weiter meiner Wege. Wo ist der nächste Checkpoint? Genau nachdem ich diese Leute besiegt habe in diesem komischen Haus da. Ergo 2 Checkpoints, so minimal nebeneinander. Aber wenn ich jetzt über eine Stunde, sag ich mal, über eine Stunde ist übertrieben, aber wenn ich jetzt eine halbe Stunde in der Map mich umschaue und halt scavenge und ne Sachen suche, was sowieso Blödsinn ist, weil du findest nichts Interessantes, keine Hidden Secrets, keine Collectibles wirklich, keine seltenen Parts, womit du dir bessere Waffen craften kannst oder so, findest du einfach, ne, gibt es einfach nicht. Dann stirbst du, weil auf einmal da ein Mech steht und Mechs sind sowieso. Die sehen dich, treffen dich instant, bevor du überhaupt drauf reagieren kannst, schleudern dich zurück und eigentlich bist du tot. Da hast du nichts mehr zu melden. Und du kommst dann wieder zu diesem Checkpoint zurück und alles ist weg. Es ist frustrierend. Es ist frustrierend und einfach nur nervig, dass du dann, wenn du einmal ganz kurz nicht aufpasst, alles nochmal machen musst. Super nervig, super scheiße. Und jetzt kommen wir nochmal zu, wo wir gerade schon bei nervig sind. Es gibt noch einen Punkt. Nämlich, man hat auch, wieder den Vergleich zu MGS5, es tut mir so leid. Man hat so einen iDroid-Klon. Also es ist so eine KI, die dir immer sagt, was los ist. Und ich habe noch nie in meinem Leben gesagt, wow, Navi aus Legend of Zelda ist auf einmal gar nicht mehr so nervig. Diese Stimme ist das Nervigste, was ich in meiner Videospielkarriere jemals gesehen habe. Ich habe noch niemals so etwas penetrant Nerviges gefunden. Niemals. Wirklich, ihr müsst euch vorstellen, sobald man
sobald Gegner in der Nähe sind, wirklich, sobald sie in der Nähe sind, du musst nicht mal wissen, wo sie sind. Es reicht, wenn sie in einem Radius zu dir sind. Alle 5 Sekunden, und ich übertreibe hier nicht, alle 5 Sekunden, Warning, an enemy is approaching. 5 Sekunden vergehen, Warning, enemy is approaching. Ich habe dieses enemy is approaching in dem 4-Stunden-Stream gestern so häufig gehört, dass ich es nicht mehr hören kann. Es ist so nervig. Diese KI-Stimme ist so penetrant und noch schlimmer, das Spiel hat sich gedacht, boah, weißt du, was unser Stealth-Game jetzt noch braucht? Richtig, Escort-Mission! Mensch, immer noch Spaß, Escort-Mission, unser aller Liebling! Oh mein Gott, diese Escort-Mission, an sich sorgst du einfach nur dafür, dass ein Bewohner von A nach B kommt, sicher. Du kannst ihn entweder begleiten oder du machst den Weg frei. Das Schlimmste jedoch ist, und oh mein Gott, ich hoffe, dass eure Leute niemals irgendwo getroffen werden. Euer Eidroid dreht durch mit fucking Voice-Nachrichten, dass der Typ getroffen wird. Weißt du, jede einzelne Bullet wird angesagt von diesem Eidroid-Strecks-Ding. Und es ist so fucking penetrant nervig, das glaubt ihr nicht. So unglaublich nervig. Oh, nee. Ich bin einmal dann aus dem Haus rausgegangen, nachdem ich gemerkt habe, dass meine Melee-Weapon, oh ja, da muss ich auch nochmal drauf zukommen, keinen Schaden an Gegner mehr gemacht habe. Also habe ich die Flucht ergriffen und auf einmal haben sich die Gegner gedacht, oh cool, hier ist noch ein Bewohner, schießen wir den mal nieder. 5 Minuten später habe ich immer nur gehört, a civilian has taken damage, a civilian has been taken short. Es ist so unglaublich nervig und wirklich, es nervt einfach nur. Es bringt dir nichts, es nervt einfach nur. Es ist wirklich Navi auf Koks und es ist schlimm. Und zu guter Letzt, ne, weil sie sich gedacht haben, Mensch, wir haben noch nicht genug, wo absolut nervig ist. Wir haben ein Haltbarkeitssystem in unseren fucking Nahkampfwaffen. Weißt du hast schon keine Insta-Kill-Möglichkeiten, wenn du tatsächlich mal vernünftig Stealth machen solltest. Warum auch immer du das soll. Ach ja, stimmt ja, weil das Spiel dich dazu zwingt. Ach ja, da war ja was. Nee, denn deine Waffe hat fucking Haltbarkeit. Aber anstatt dass, wenn sie kaputt ist, dass sie kaputt ist und einfach weggeht, nein, du kannst sie weiterhin benutzen. Sie macht nur in etwa so viel Schaden wie eine nasse Nudel. Und das ist nicht untertrieben. Ich glaube, ich habe 5 Minuten auf einen Typen eingeprügelt und der ist nicht gestorben. Das war ein normaler Gegner und er wollte einfach nicht sterben. Nur weil meine Waffe angeblich kaputt war, aber ich konnte sie noch ziemlich gut verwenden, dafür, dass sie kaputt war. Deswegen, dieses Spiel ist eine absolute Enttäuschung. So unglaublich enttäuschend und so viel falsche Werbung allein in Steam. Steam ist absolut nur falsche Werbung gewesen. In den Trailern siehst du überall die Action, die tatsächlich so aussieht, als würde sie funktionieren. Aber sie funktioniert einfach nicht. Und dann dazwischen immer diese ganzen Mech-Fights, wo ich mittlerweile ja schon fast glaube, die Mech-Fights sind dann einfach nur so ein 2-Sekunden-Segment, nachdem du 1,5 Stunden in der World-Map rumgelaufen bist und dich da versucht hast durchzustealthen. Und du kannst dich ja auch nicht weiterentwickeln irgendwie. Das Einzige, was du kriegen kannst, sind eventuell bessere Waffen. Und selbst da glaube ich nicht, dass es da irgendwas Besseres oder irgendwie Upgrades oder so gibt. Irgendwas, woran du mal Fortschritt erkennen kannst. Also, das Spiel ist eine einzige Enttäuschung leider. Kauft es euch nicht. Und ich bin zum Glück auch nicht der Einzige, der es so sieht. Weil die Bewertungen auf Steam sind von größtenteils negativ zu sehr negativ gewechselt. Ich habe noch nie ein Spiel so schnell sein Rating wechseln sehen. Klar, die Steam-Version funktioniert auch nicht und ist mies optimiert, aber das ist auch nicht so, das ist auch nicht unbedingt richtig, aber selbst dann, das Spiel hat so viele Fehler, das sind Sachen, die du nicht patchen kannst, leider. Das sind Sachen, die du nicht verändern kannst. Das Spiel sieht schlecht aus, es spielt sich schlecht, es ist clunky as fuck, es klingt nicht schön, es hat keine interessanten Charaktere, es hat keine interessante Storyline. Es schmeißt im Grunde immer nur Fakten dir entgegen oder erwartet, dass du damit was anfangen kannst. Es ist schade. Weil ich war echt Hype. Und jetzt bin ich einfach nur traurig, dass ich 60 Euro dafür ausgegeben habe. Das ist peinlich irgendwo. Ich schäme mich dafür, dass ich das ausgegeben habe. Ich kann nur hoffen, dass DMC5 jetzt um einiges besser wird als das. Aber gut.
Ich habe mich jetzt genug ausgekotzt für dieses Spiel. Ich habe es instant von meiner PS4 geschmissen. Und nee, ich habe auch nicht vor, dem Ganzen eine zweite Chance zu geben. Weil ich bin ganz ehrlich, das kannst du nicht fixen. Du kannst nicht fixen, was die da gemacht haben. Das ist... Nee, mir fehlen die Worte. Es tut mir leid. Ich wünsche euch noch einen schönen restlichen Tag und bis zum nächsten Mal. See you, Leute. Mäh.